Jur-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es ist wieder der erste des Monats und ja, das heißt natürlich, der sogenannte Manga-Haul steht wieder an. Heißt, ich zeige euch das, was ich diesen Monat gekauft habe, und das ist dieses Mal wieder echt nicht wenig, denn ich habe ein bisschen meine Fairy-Tale-Sammlung erweitert. Ich habe auch vieles, wirklich sehr vieles, von den neuen Eroberungen noch gar nicht gelesen, aber dazu würde ich sagen, seht ihr gleich mehr. Ja Leute, und ich würde sagen, wir fangen erst einmal mit den Fairy-Tale-Mangas an. Zum einen habe ich da Fairy-Tale Zero, welches die Vorgeschichte zu Fairy-Tale ist, wie Mavis die erste Chefin, das erste Oberhaupt der Fairy-Tale-Gilde, die Gilde gegründet hat. Und ja, dieser Manga ist wirklich sehr schön. Für alle Fairy-Tale-Fans kann ich dies sehr empfehlen. Des Weiteren habe ich hier die drei Side-Story-Bände, welche nach der Auflösung der Magier-Gilde Fairy-Tale spielen. Und ja, es gibt eine Szene, in der die Magiergilde aufgelöst wird, was ziemlich destroyed war. Im Anime ist dadurch auch wieder eine Pause entstanden. Ich glaube, 2 Jahre war der Anime pausiert. Geht ja jetzt seit 2018 weiter. Und ja, diese drei Stories spielen halt in der Zeit, in der die Gilde aufgelöst ist. Ob der Manga vom Original Mangaka gezeichnet ist, weiß ich jetzt nicht. Der Zeichenstil sieht auf jeden Fall für mich 1:1 aus. Einige werden da wahrscheinlich Abweichungen erkennen, aber wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, die Side-Stories handeln einmal um die Zwillingsdrachen, dann einmal um Gajil und einmal um Laxus und seine Mannschaft. Des Weiteren, und die habe ich noch nicht gelesen, die 4 Blue Mystery Bände, welche um den ersten Auftrag von Wendy, unseren Himmelsdrachen, handeln. Und der Zeichenstil ist definitiv anders als in Fairy Tale. Das hat mich so ein bisschen gestört und ich weiß nicht, ob mich das beim Lesen stören wird. Wie ist eure Meinung dazu? Das würde ich gerne wissen. So, neu erschienen ist Fairy Girls, eine Spin-off von Fairy Tale über die 4 hübschen Mädels in Fairy Tale. Ja, und der Zeichenstil ist natürlich, wie man am Coverart sieht, auch komplett anders. Und ich bin halt gespannt, ob mich das stören wird. Habt ihr den Manga schon gelesen? Stört euch dieser andere Zeichenstil? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ja, Leute, und weiter geht's jetzt mit Hunter x Hunter Band 13 bis 16. Band 17 und 18 sind auch schon im Handel erhältlich zum Zeitpunkt Dreh des Videos. Und ich war schon in diversen Läden gewesen. Allerdings haben die Neuheiten noch nicht gehabt und das war ziemlich schade. Denn es wird ziemlich spannend in den Bänden. Ab 13 geht es endlich los. Gon und Killua kommen nach Greed Island, dem Spiel, in dem der Vater von Gon, Jin, der Entwickler war. Und es soll Gon stärker machen. Und man erfährt halt sehr, sehr viel. Ich denke auch mal, mit Band 16 ist so die Hälfte von Greed Island schon abgeschlossen. Und ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Deswegen hätte ich gern Band 17 und 18 auch noch da gehabt. Aber ja, wie ist eure Meinung dazu, zu den Hunter-Bänden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kam von Chosen Fables The Grown-Up Game Band 3 raus. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe ihn gelesen, er war sehr schön. Das Ende war ein bisschen komisch, anders als ich erwartet hätte. Und es gibt, ich glaube, 5 Alternativenden, die alle mehr oder weniger immer wieder verstörend waren. Allerdings, ja, Zeichenstil schön. Ich finde aber, der letzte Band hat nicht so in das Konzept der anderen beiden gepasst. Ist nur meine Meinung, wie ist eure Meinung? Ihr wisst, wo ihr damit hin könnt. Trotzdem kann ich eine Empfehlung für diesen Manga aussprechen. So Leute, Promised Neverland Band 5 ist draußen. Ich habe ihn gelesen, er war wirklich schön. Die Flucht, und Vorsicht Spoiler, ist gelungen. Und unsere Protagonistentruppe ist jetzt draußen, und wie es da weitergeht, ja, lest den Manga selber. Ich bin sehr gespannt, weiterzulesen. Und ich weiß auch, dass ein Anime hierzu erscheint von einem wunderschönen Studio, die wunderschöne Arbeit leisten, und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Tokyo Ghoul Reband 14. Video ist back, sage ich nur. 2 Bände noch und dann ist Tokyo Ghoul Re auch zu Ende. Bin gespannt. Ja Leute, Boruto Band 4 ist draußen und ich fand ihn, naja, ich bin sowieso nicht der Boruto-Fan an sich. Also Naruto sowieso schon relativ wenig, aber Boruto an sich noch viel, viel weniger.
Denn dieses ganze Zukunftsgedöns, das passt alles nicht in dieses Segment rein. Und ja, ich bleib dem Ganzen noch skeptisch gegenüber, werde aber dennoch weiterlesen. Wie ist eure Meinung? Ihr wisst, wo ihr damit hin könnt. Dann Machi Band 8. Sehr schön, ist einer meiner Fave-Manga im Moment. Ich freue mich weiterzulesen, wie es mit Bell weitergeht. In dem Band hier wird Bell und seine Truppe verarscht und sie landen in einem weitaus tieferen Dungeon-Geschoss. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn alles andere wäre krasser Spoiler. Fire Punch, die Rache gelingt. Agni ist ein Gott und es taucht die sogenannte Eishexe auf und man erfährt etwas mehr über die Eiszeit, die entstanden ist. Bleibt gespannt, der Manga ist mega geil. Also er hat sich erholt. Band 3 war mehr so meh und Band 4 ist halt jetzt schon wieder mega geil. Also ich bin echt gespannt drauf weiterzulesen. Ja Leute, ich hatte mir Prison School Band 21 geholt, habe aber nicht gesehen, dass ich Band 20 noch nicht hatte. Und jetzt habe ich beide und der Kampf Geheimer Schülerrat gegen Normalen Schülerrat ist da. Und Band 21 hat halt mehr so das Ende so, what the fuck, wie krank wird dieser Manga. So Leute, Attack on Titan Band 24 noch schnell gelesen, damit ich ein bisschen was darüber erzählen kann. Und zwar geht es hier weiter um die Geschichte der Male und die Eldia. Und man erfährt halt so diese Vergangenheit von Rainer, Annie und Berthold und sowas, wie die auf die Insel gekommen sind, auf das Paradies. Und zum Ende hin ereignet sich ja noch ein krasser Twist, und zwar ein Timeskip von 4 Jahren und eine bestimmte Person ist in diesem Timeskip zu sehen. Und das macht einen auch mehr gespannt auf Band 25, welches ja wieder im Schuber erhalten ist. Jedenfalls bin ich sehr gespannt. So Leute, wir machen einen kleinen Break. Ich zeige euch jetzt erstmal einige Figürchen, eine Sammlerobjekte, die ich mir geholt habe. Und zwar hatte GameStop eine 5-Euro-Aktion und da musste ich natürlich zuschlagen. Ich habe mir Jin Kazama als Totaku-Figur geholt für 5 Euro. Dann den Sackboy von Little Big Planet auch für 5 Euro. Und dann Sonic the Hedgehog auch für 5 Euro. Tolle 5-Euro-Aktion. Zeitnah habe ich mir dann auch noch Spyro geholt in so einer extra Box für 15 Euro. Und was ich mega geil fand, diesen Brieföffner in Form des Master Swords von The Legend of Zelda für 5 Euro. So Leute, Fate Stay Night XXL Band 3 mit der Shinji Mato Charakterkarte. Ich halte sie mal ein bisschen näher rein. Hier Manga, da Karte. Sieht sehr schön aus. Wieder auf Perlmuttpapier. Netsuzu Trap, der neue I Love Shoujo Titel. Wieder ein Yuri. Hinten mit der Karte drin. Habe ich hier jetzt einfach mal reingepackt. Sieht sehr schön aus, aber ich bin nicht so der Yuri-Fan. Demnach habe ich mir den nur wegen der Karte geholt. Obwohl, wenn ihr Empfehlungen aussprechen könnt für die Manga, die ich nicht wirklich lese, sondern nur wegen den Goodies hole, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht lese ich sie dann doch mal und finde Gefallen an ihnen. Von Carlson, Dreamin' Sun, Band 4 und 5. Ja, habe ich noch nicht weitergelesen. Band 3 war mir so ein bisschen, ja, liest es jetzt weiter oder nicht. Aber hier sind halt Mini-Prints drin und die Prints sind ganz okay. Habe ich hier hinten mal reingepackt. Einmal von Band 5 der und einmal von Band 4. Des Weiteren My Hero Academia Band 15. Das zweite Praktikum geht los und ich finde die Werbung, ich finde die Werbung, die hier hinten drauf ist, immer so geil. Hier steht auch drauf mit Postkarte und ich achte nie drauf, was da hinten steht. Das ist mir vorhin erst aufgefallen. Ich habe ihn aufgemacht, habe angefangen zu lesen. Bin noch nicht mit durch. Das ist also der Manga, den ich aktuell lese. Und hier ist eine Postkarte dabei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber gut, jetzt kommen die letzten Manga, die ich noch nicht gelesen habe und wo keine Extras bei sind. Angefangen mit Sugar Dog Band 4. Band 4 ist endlich der finale Band der Sugar Dog Reihe. Abgeschlossen in 4 Bänden. Unter anderem Peter vom J-Store liest den auch und findet ihn auch relativ gut. Hat er mir erzählt. Sehr, sehr schön. Dann geht es weiter mit Food Wars Band 17. Mit Band 20 kommt der neue Schuber. Hinten drauf steht Aufruhr im 17. Band. Das kommt einem doch italienisch vor. Hahaha, Witz. Beasts of Abigail Band 4. Das ist ja so ein Shoujo-Manga, den ich ziemlich cute finde. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde ihn halt einfach cute. Der Zeichenstil ist ja toll. Und ich
war schon gar nicht mehr in Gedanken dabei, dass der ja noch weitergeht. Ich dachte, war in Gedanken schon so weit, dass der abgeschlossen ist, weil so lange halt nichts von Beasts of Abigail kam. Aber jetzt habe ich Band 4 und bin ganz froh darüber, weiterzulesen. Und Band 4 ist auch noch nicht der Endband. Die Wahlkinder Band 5. Sehr schön, habe ich noch nie gelesen. Ich freue mich drauf zu sehen, wie es weitergeht. Außerdem Mob Psycho Band 7 habe ich mir eigentlich schnell geholt, weil Band 6 so ein komisches Ende hatte und ich dringend weiterlesen wollte. Und jetzt staut sich das natürlich alles an, weil ich so viele Manga habe, die ich nicht lesen kann, weil ich viel zu tun habe. Das ist doof. Dann ein Manga, der mich nicht so wirklich interessiert hat, aber der halt einfach dazu gehört, und zwar Dragon Ball Side Stories, wiedergeboren als Yamchu, sprich ein One-Shot, der nur um Yamchu geht. Mega cool. Habe ich mir gedacht, so ja, wenn ich Dragon Ball Super sammle und mir eventuell auch noch die Dragon Ball SD Manga hole, die ja alle in Farbe sind, dann passt Dragon Ball Side Stories Yamchu doch auch ganz gut zu der Sammlung. Dann habe ich noch Overlord Band 7, den ich auch noch dringend weiterlesen muss. Auch noch nicht angefangen, weil erstmal andere Manga Vorgang haben. Aber ich bin ja gespannt zu sehen, wie es weitergeht und wie weit der jetzt in der Anime-Staffel ist. Werewolf Game Beastzeit, auch noch ein neuer Manga, also Band 3. Habe ich auch schon jetzt bestimmt 3, 4, 5 Monate vor mich hergeschoben. Den dritten Band, auf jeden Fall geht es noch weiter. Es ist nicht der Abschlussband. Das normale Werewolf Game hat ja nur 3 Bände beinhaltet und der hier wird auf jeden Fall mehr als 3 haben. Vielleicht 4 oder 5, ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Zu guter Letzt noch Magical Girl Side Band 9, auch noch nicht gelesen, noch original verschweißt, ab 18. Und ja, ich bin gespannt zu sehen, wie es weitergeht. Wann es endlich soweit sein wird, dass der finale Band kommt. Keine Ahnung. Und das ist so der Stapel der Schande bis jetzt. Es sind einige Manga. Und ich muss sagen, so viele Manga hatte ich noch nie auf dem Stapel der Schande. Sonst habe ich immer alle gelesen. Aber ich komme halt einfach nicht mehr dazu. Aber gut, Leute, wir können gerne über einige Manga diskutieren. Habt ihr Empfehlungen für mich? Habt ihr keine? Wollt ihr Empfehlungen haben? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch so weit gefallen. Falls ja, wisst ihr mir das zeigen können. Denkt dran, LTAB, und wir sehen uns bei einem meiner anderen Videos. Hoffentlich wieder. Bis dann und tschüss.